Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 6. Dezember 2017? Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat einen Einfluss von Rigel. Diesem Stern Rigel befindet sich im Sternbild Orion und hat für uns eine wichtige Aussage, Veränderungen, Schritte machen und auch Glück. Und dieses Glück können wir ganz gut gebrauchen. Mond hat eine abnehmende Mondphase und es eignet sich ganz gut, etwas starten, wovon wir verabschieden möchten, loslassen, trennen, kündigen, bereinigen und auch abnehmen. Mond bewegt sich zurzeit im Tierkreiszeichen Krebs und fühlt sich auch wohl im Tierkreiszeichen Krebs, weil Mond herrscht über dieses Tierkreiszeichen. Mond bekommt einen Einfluss von Pollux und Castor und diesen beiden Sternen, Castor und Pollux, sind die Hauptsterne der Tierkreiszeichen Zwillinge. Dann können Sie fragen, was suchen die Zwillinge im Tierkreiszeichen Krebs? Die Antwort ist ganz einfach, diese Sternbilder, diese Tierkreiszeichen verschmelzen sie sich miteinander. Es gibt keine Abgrenzung und so kommt es auch, dass diese beiden Sterne in diesen Ebenen befinden, wo sich gerade die Mond bewegt. Diese beiden Sternen Castor und Pollux vermitteln uns eine sehr wichtige Botschaft, unserem höheren Bewusstsein. Und was erzählt davon? Natürlich die mythologische Geschichte. Es gab einmal eine Königin, Königin von Sparta. Sie hieß Leda. Leda war wunderschön und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und von dieser Beziehung stammt dann Pollux. Das Problem war nun, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta. Und von ihrem Ehemann wurde auch schwanger und von dieser Bindung stammt dann Castor. Also die beiden Zwillinge. Die Mutter ist das Gleiche und die eine Zwilling hatte menschliche Herkunft, der andere göttliche Herkunft und wir Menschen sterben. Und die Götter sind unsterblich. Und so kam dann, dass Castor musste sterben und Pollux hat die Unsterblichkeit geerbt von Zeus, von seinem Vater. Und er wollte aber nicht trennen von seinem Zwillingsbruder. Dann ging zu seinem Vater Zeus und bat seine Unsterblichkeit aufgeben, damit er sterben darf mit Castor zusammen. Das hat so berührt der Himmelsgott Zeus, dass er dann die beiden Zwillingen Castor und Pollux im Himmel gesetzt hat. Und die beiden sind miteinander verbunden und das ist für uns eine Botschaft. Die Verbindung zu dem Göttlichen, die Verbindung zum Universum, die Verbindung zu dem Schöpfung. Und es ist dieses höheren Bewusstsein, damit sollten wir auch mal bewusst sein. Und wie wirkt diese Energie und auch die Planeten auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Krebs. Also die Krebsgeborenen bekommen einen Einfluss von Castor und Pollux, da war die Mond vermittelt, dass nicht nur für die Krebsgeborenen, sondern die Mondenergie wirkt auf uns alle. Aber Mond hat nochmal einen Einfluss von Uranus und das ist Spannung. Und Uranus ist der Planet astromedizinisch für unser Nervensystem. Und das sind die Gefühle und das sind in Hochspannung gerade. Und das spüren in erster Linie die Krebsgeborenen und die Wiedergeborenen.
Und wir sollen diese Nervosität, diese Spannung überwinden, die Ruhe bewahren. Wir brauchen heute Gelassenheit. Die Krebsgeborenen fühlen zurzeit auch kraftlos. Das hat vielleicht auch einen Sinn, damit sie zu ihrer Ruhe kommen. Weil in dieser Ruhe liegt die innere Kraft. Und das unterstützt gerade die Krebsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt bald etwas in Bewegung. Sie sollen noch ein bisschen warten. Und was noch wichtig ist bei den Löwengeborenen, nicht nur diese Wandlung und Transformation und Karma, was Thema ist gerade bei den Löwengeborenen, sondern es kehrt jemand von Vergangenheit zurück. Oder eine Situation wiederkehrt sich wieder und diese Nachricht ist zum Erwarten. Vielleicht nicht heute, aber es nähert sich. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist ein gutes Gefühl heute. Sie gehen auf die Reise oder sie planen eine Reise. Diese Reise kann auch eine innere Reise sein. Wo sie Einschränkungen haben, das sind die Liebe, Partnerschaft, da fehlt die Bestätigung oder die Kontakte. Es läuft nicht nach dem Wunsch der Jungfraugeborenen, weil sie können ihre Meinung andere nicht überzeugen und das kann zu Spannung führen, kann auch bedeuten, dass die Jungfraugeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist wichtig, die Anerkennung, Lob wahrgenommen zu werden. Viele Wagengeborenen suchen auch ihren beruflichen Erfolg oder Berufung, der Platz im Leben, im beruflichen Umfeld. Und jetzt sind die guten Chancen und guten Möglichkeiten da. Es kann sein, dass sie noch Angst haben von dieser Veränderung oder zweifeln sie daran. Aber sie sollen ihren Chancen nützen. Vielleicht nicht heute beginnen, weil da ist noch diese Spannung von Mond, was nicht nur die Wiedergeborenen spüren, sondern ein bisschen spüren das auch die Wagengeborenen. Lieber warten, bis die Mond übergeht im Tierkreiszeichen Löwe, weil dann kommt die Begeisterung. Ansonsten haben die Wagengeborenen Glück, auch beruflich. Kommt auch ein gutes Gespräch, es ist die Begeisterung da, es sind die Veränderungen da und sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Heute ist es vielleicht nicht so spürbar, aber in die Tagen kommt auch die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Skorpion Geborenen ist alles wunderbar. Also sie haben wirklich eine tolle Energie, nicht nur durch den Jupiter-Einfluss, was auch das große Glück bedeutet oder vermehrt etwas, sondern auch die anderen Einflüsse, auch vom Mond, auch von anderen Planeten, begünstigt sehr momentan die Skorpiongeborenen und das sollen sie auch nützen für beruflichen Erfolg, dass die Freundeskreis, Bekanntenkreis auch aktiv zu sein oder in einem Verein, da bekommen auch Lob und Anerkennung. Aber in die Liebe, Partnerschaft haben die Skorpiongeborenen auch Glück. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist das Selbst wichtig. Sie bringen die Selbstausdruck und sie werden auch wahrgenommen von anderen. Sie haben gerade mit ihren Auftreten Erfolg. Und das, was die Schützengeborenen in vergangenen Jahren mitgemacht haben, weil das war schon ein Lernprozess und einige Schützengeborenen hat das Schicksal das ganz schön auch zugeteilt, war nicht einfach. Aber dieser Prozess ist vorbei. Und jetzt können die Schützengeborenen endlich aufatmen und haben auch Glück beruflich, auch finanziell, auch in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sollen die inneren Balance, die innere Ruhe bewahren, etwas im Gleichgewicht halten. Sie fühlen sich zwar kraftlos oder müde, aber im Inneren liegt die Kraft. Nicht nur bei den Krebsgeborenen, sondern auch bei den Steinbockgeborenen. Und damit man das auch spürt, braucht man die Ruhe. Im Ruhe liegt die Kraft. Und das ist eine klare Botschaft für die Krebsgeborenen, klare Botschaft auch für die Steinbockgeborenen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen
ist die Werte wichtig, die Selbstwertgefühl, die Wertschätzung, aber auch die Finanzen. Etwas kaufen, etwas investieren ist eine gute Zeit für die Wassermanngeborenen, aber sie sollen noch ein bisschen warten oder noch etwas vorbereiten, nicht sofort handeln, weil die Mondeinfluss begünstigt es noch nicht, erst dann, wenn die Mond übergeht in Tierkreiszeichen Löwe. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein Heilprozess gerade da und sie bereinigen etwas. Etwas von der Vergangenheit oder kann auch bedeuten bei Krankheitssituationen, dass da Heilung kommt. Oder wenn etwas gekränkt hat, die Fischengeborenen, da kommt auch eine Klärung. Die Gespräche, das verläuft gerade nicht so gut bei den Fischengeborenen. Kann auch bedeuten, so ähnlich wie bei Jungfraugeborenen, dass sie warten auf eine Nachricht oder warten auf einen Termin oder einen Vertrag und es kommt noch nicht. Das bremst alles noch. Und die liebe Partnerschaft, da sind auch ein bisschen Einschränkungen da. Aber diese Energie ändert sich immer wieder und werden auch glückliche Momente da sein. Jetzt momentan wichtig ist die Reinigung und die Heilung oder etwas loslassen, verabschieden von etwas, gerade bei dieser abnehmenden Mondphase. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist alles wunderbar. Glück in die Liebe, Glück in beruflichen Situationen. Sie sollen ihre Kraft richtig einsetzen, dann kommt das alles voran. Aber heute ist mal für kurze Zeit ist eine starke Spannung da und das strapaziert die Nervensystem. Das ist die Mond-Uranus-Spannung. Und wie ich schon sagte, Uranus herrscht über die Nervensystem und das spüren die Krebsgeborenen, aber spüren auch die Wiedergeborenen. Also es ist sehr wichtig, nicht aus dem Ruhe kommen oder nicht von anderen, kann die Einfluss von außen kommen, von anderen Menschen. Also auf jeden Fall die Ruhe bewahren, weil auch nicht handeln momentan. Die Situation verbessert sich, die Energie dreht sich auch, wird auch besser. Aber diese Nervosität wird auch jeden Fall heute spürbar sein. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist alles ein bisschen ruhiger, aber stabil und sie spüren auch diese Gelassenheit. Sie sollen aber ihre Chancen, Möglichkeiten, auch beruflich, auch in der Liebe, Partnerschaft, auch bewusst wahrnehmen und nicht nur warten, sondern auch aktiv sein, diese Chancen auch nutzen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen halten die Balance, die Gleichgewicht in allen Ebenen. Und sie wirken auch gut auf andere Menschen. Das ist die Verbindung da. Das passt ganz gut zu der Erzählung von Castor und Pollux, die Verbindung. Also die beruhigende Art oder die gute Ratschläge, die kluge Handlungen kommen zur Zeit von den Zwillingsgeborenen und sie schaffen diese Balance, diese Ordnung in ihren Umgebung. Sie sind damit nicht selbst betroffen. Sie werden auch nicht nervös sein, aber sie spüren diese Probleme oder diese Nervosität in ihrem Umgebung und sie schaffen die Harmonie und da setzen sie ein mit ihren klugen Handlungen. Und das war mein heutigen Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein. Es besteht aber die Möglichkeit für Sie persönlich das Berechnen, Beschreiben für einen bestimmten Termin oder einen Zeitabschnitt, was kommt in den kommenden Monat auf mich zu oder eine Jahresanalyse und Sie können gerne auch die Fragen stellen, was ist die Tendenz Jahr 2018, was passiert in einzelnen Monaten und das kann ich ganz genau beschreiben. Unten bei die Kontakt, bei die Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten. Dann möchte ich noch meinen Shop erwähnen. Ich habe schon Produkte im Shop ab sofort ist bestellbar und das befindet sich unter www.denderasusannamedici.com
Und zwei Art von Beratungen möchte ich noch erwähnen. Die Blitzberatungen sind schon bekannt. Es geht auch ganz schnell. Wenn Sie Fragen stellen, schreiben Sie ein E-Mail. Sie können auch gerne ausführlich Ihre Situation beschreiben. Ich nehme die Zeit dafür und ich beantworte auch blitzschnell diese E-Mails. Und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und kommt eine andere Art von Beratung, das ist ein bisschen ausführlicher, das wiegt von Astrologie ein bisschen ab, das sind Karten, Orakel, könnte ich sagen, in drei Stufen. 3-in-1 Beratung nenne ich das. In erster Teil, in die erste Stufe, beantworte ich die Fragen, beschreibe ich die Situation ganz genau. Da habe ich auch ein Legesystem, hat auch astrologische Symbolen dabei. Und dann in die zweite Stufe, mit dem gleichen Legesystem, beschreibe ich den einzelnen Tagen, was kommt in die kommenden Tagen. Das hat auch eine Verbindung zum astrologischen Symbolen, weil über die Tagen herrschen auch die Planeten. Und in die dritte Stufe kommt die Jahresanalyse. Was passiert in die kommenden 12 Monaten in diese 3-in-1 Beratung? Können Sie buchen per E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist 3-in-1@denderasusannamedici.com. Es ist eine Videoberatung, aber ganz anonym. Nach Wunsch können wir das auch so besprechen, dass ich die Videolink dann zusende und außer Sie kann die Videos niemand sehen, dann bleibt es wirklich ganz anonym und da beträgt mein Honorar für diese Video, für diese 3-in-1 Beratung 50 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.